Moin und willkommen zurück zu Shapes 2. Und soeben ist der Meilenstein fertig geworden. Sehr, sehr gut. Da gucken wir gleich mal drauf. Wir haben das letzte Mal ja diese grüne Form hier produziert, also diese grün-rote. Ihr seht ja, ich habe das nochmal ein bisschen umgeändert. Ein bisschen cleaner alles, das passt soweit. Die Frage ist jetzt bloß, also die komplette Anlage würde brauchen diese 9 Felder. Man könnte das natürlich logischerweise noch kleiner alles machen. Aber soweit bin ich erstmal zufrieden. Wir hatten ja das Thema, dass wir sagen, okay, eigentlich weg vom Vortex, die extern irgendwo machen und dann zusammenbauen und hinliefern lassen. Die Frage ist bloß, ich brauche hier 2 Farben und 2 unterschiedliche Formen. Ich habe jetzt mal geguckt, wir könnten das schon machen. Problem ist bloß, also wenn ich das jetzt hier so hinsetze, sagen wir einfach mal, dann bin ich weit weg vom Vortex, wir könnten das hinliefern. Das würde gehen. Problem ist halt, was mache ich mit den Farben? Ich hätte die grüne Farbe hier, ich hätte die Form da, die andere Form kommt von ganz da unten, also die ist ja meilenweit weg hier, und die rote Farbe, die hätte ich hier. Problem ist, die ist mir eigentlich schon wieder fast zu nah am Vortex, dass wir sagen, okay, ich würde da gerne die Pipeline legen. Müsste man mal schauen, wie man das macht. Und dann haben wir immer noch das Problem, wir müssten das ja erstmal von A nach B bringen. Das würde ich dann erstmal mit einem Lift machen. Nicht mit einem Lift, sondern mit einem Förderband machen. Weltraumförderband. Und dann, wenn wir die Möglichkeit haben, ich weiß nicht, wie weit der Zug springen kann. Das können wir freischalten. Vielleicht sparen wir darauf mal. Aufgaben. Ne, Quatsch. Upgrades. Ist das hier gewesen, auf der Seite? Da. 60 Forschungspunkte, dass wir uns das zusammenfarmen. Wir sehen aber hier allerdings schon, das schaut nicht sehr weit aus. Weil dann verbaue ich mir ja auch immer einen Slot. Ich weiß nicht, ob das... Das Gute ist halt, der Zug muss sich immer zurückfahren. Man spart sich da ein bisschen Zeit. Aber weiß ich jetzt nicht, warum das besser sein soll als zum Beispiel ein Förderband. Keine Ahnung. Gut, wir schauen mal. Operator Level abholen. Wieder 2 Forschungspunkte. Sehr gut. Und dann hatten wir noch irgendwas fertig. Meilenstein, genau. Also das haben wir und das müssen wir jetzt noch stapeln. Jetzt ist die Frage, bleiben wir hier oder bleiben wir nicht hier? Das weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier und dann mal gucken, was auch ihr so dazu sagt. Wir haben ja noch Platz. Noch ist es ja nicht kritisch oder akut, wo wir irgendwie jetzt zwingend handeln müssen. Ihr seht das, es ist alles cleaner geworden. Ich habe hier ein bisschen was abgerissen. Da kam ursprünglich mal die Form an, das werden wir gleich mal machen und die Form muss jetzt hier ran. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal die Form, halt, wir brauchen definitiv noch die blaue Farbe, war das, oder? Genau. Wir brauchen sogar 3 Farben, sehe ich gerade. Wir brauchen blau, grün und rot. Wir brauchen alle Farben. Wir machen es jetzt mal so. Also, hier ist die Farbe. Das finde ich tatsächlich ein bisschen nervig, dass wir hier immer mit 4 Slots rübergehen müssen. Obwohl halt die Pipeline an sich viel mehr transportieren kann. Man braucht halt auch eine riesen Menge an der Flüssigkeit immer. Ja, am Ende des Tages ist es ja bei den Förderbändern nichts anderes. So, wir gehen jetzt mal hier einfach drüber, genau. Dann müssen wir nochmal drüber. Hier müssen wir her. Ganz genau. Gut, dann haben wir das auch schon gleich. Ah, so, oder? Ja. Also, dann müsste die jetzt laufen. Die Formen kommen auch schon. Wunderbar. Dann müssten hier jetzt die blauen irgendwann kommen. Die kommen jetzt hier an. Hier haben wir die anderen Formen. Das kommt jetzt erstmal hier alles weg. So, und dann kann ich eigentlich theoretisch das hier, das hier, das hier wegmachen und setzen die einfach neu. Wunderbar. Und jetzt muss das, ich würde das gerne tatsächlich hier drin noch stapeln, falls wir wirklich auf die Idee kommen und sagen wir, also wenn es fertig ist, speichere ich mir das mal als Blueprint, dass wir auf die Idee kommen, wir ziehen doch noch um, dass ich dann nicht nochmal extra irgendwo was machen muss. Also wir brauchen insgesamt einen Haufen Stapler, 24 Stück glaube ich.
Es würde eigentlich Sinn machen, wenn wir das so stapeln. Bekommen wir das hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen hinter. Hier so Platz haben wir ja. Ganz genau. Und dann haben wir hier die vier Förderbänder. Wir müssen jetzt bloß aufpassen. Unten drunter müssen die. Also, genau. Ich dachte schon, da kommen nur weiße, aber passt. So, wir gehen mal rüber. Das Gute ist halt tatsächlich mit den ganzen Blueprints, wir sind jetzt nicht gezwungen oder wir müssen nicht alles nochmal neu bauen, wenn wir sagen, wir wollen irgendwann umziehen. Und das war schon sehr knapp, aber das geht. Dann gehst du da rein. Du gehst da rein, genau. Halt. So. Genau, wunderbar. So, und die müssen jetzt oben drüber. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Wir machen hier das nochmal weg. Ja, eigentlich können wir es direkt so wegmachen. Also, du müsstest eigentlich hier hoch. Dann du hier hoch. Dann haben wir einmal dich. Du gehst dahinter. Ja. Und dann das letzte Band. Na, ein bisschen ordentlich. Vielleicht ein bisschen ordentlicher, oder? Und rüber. Wunderbar, passt. So, und jetzt müssen wir noch schauen, dass wir die Förderbänder ordentlich verlegen. Ich würde echt sagen, wir gehen mit den ganzen Förderbändern einmal hier durch. Ich will halt so viel wie es geht auf diese neuen Plattformen, obwohl jetzt die da hinten noch gar nicht genutzt wird. Aber ich denke mal, als Blueprint nehme ich die einfach mit, weil sonst haben wir immer so eine ganz komische Form. Wir hätten auch, also es wäre mit Sicherheit auch auf 6 gegangen. Da bin ich mir 100% sicher, dass alles hier ein bisschen enger zusammen und dann hätten wir das auch noch hier reinbekommen. Aber jetzt ist das so, hier sind zum Beispiel bloß Förderbänder drauf, ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Da muss ich bei den nächsten Formen besser schauen, definitiv. Wie gehen wir jetzt hier rüber? Also du bist auf jeden Fall schon mal die äußerste Form. Ja. Also das äußerste Förderband. Dann er. Sind schon die richtigen Formen, oder? Shit, nein. Oder macht das nichts aus? Es ist nicht die gleiche Form. Ähnlich, aber nicht gleich. Problem, wir haben hier... Genau, es kommen überall die gleichen raus, oder? Oder müssen wir das nochmal... Bei allen vier. Ja. Das wird nicht funktionieren. Wir testen es, aber das wird nicht funktionieren. Das Problem ist, wir sehen es hier an der Spitze... ist eine grüne Form und wir haben hier eine rote und das ist einfach eine andere Form. Das müssen wir ändern. Ich werde nie dazu kommen, dass das fertig ist, nie. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ne, wir könnten das eigentlich erstmal lassen. Wir ziehen jetzt mal alle Förderbänder durch, weil sonst komme ich durcheinander. Machen wir anders. Zack, rüber. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Jetzt fehlt das letzte. Das ist quasi dieses Band hier. Und du gehst dahin. So, wir müssen jetzt bloß gucken. Also entweder... Wir drehen die hier.
Jetzt wäre der 180 Grad Dreher gut. Oder wir drehen die hier. Bei beiden wird es ein bisschen eng. Aber hier haben wir mehr Puffer. Ich drehe durch mit den Formen. Wir müssen jetzt erstmal einmal testen, wie wir das überhaupt drehen müssten. Vielleicht fangen wir mal mit der mittleren an. Würde das schon so gehen? So, du bist dieses Band. Jetzt ist das, jetzt passt das. Okay, wir müssen es einmal drehen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Nee, ich will das so haben. Und drüber und dann gehst du daher. Müsste passen, oder? Ich denke. Da kommen wahrscheinlich jetzt erstmal noch sehr viele falsche Formen. So, also bis hierhin geht dann der Blueprint. Das machen wir erstmal fertig. Und dann können wir immer noch irgendwo hingehen und das dann woanders machen. Also, ich speichere das gleich am besten mit den Plattformen, ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bauplan speichern. Tja, ich würde gerne die Form eingeben, dass, wenn ich, dass ich hier ein Bild habe, welche Form das ist. Ah ja, okay. So, Moment mal, das geht. Ich muss bloß rausfinden, wie die Form heißt, das ist die hier. Um Gottes Willen. Kopieren. Und wenn ich jetzt sage, wir speichern die neuen Plattformen, Bauplan speichern, plus Form, Steuerung V, aber das ist doch was ganz anderes, oder? Oder kann ich die so nicht einspeichern mit Steuerung C und Steuerung V? Kritisch. Ich mach das jetzt so. Steuerung C, weil ich weiß nicht, wie ich das wieder rauskopieren kann. Zwischenablage. Okay, aber ich habe es mal so kopiert. Ganz komisch. Ja, dann macht das Speichern gar keinen Sinn, wenn ich das nicht eingeben kann. Oder es geht bestimmt, aber ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall wäre es geil, wenn ich hier wüsste, wenn hier alle Formen da wären, und ich die hier einfach reingeben, weil ich will jetzt das nicht abtippen. Aber das geht ja als Symbol verwendet werden soll. Oder mache ich das einfach falsch? Das muss ich rausfinden, Leute. So. Formcode kopieren. Kopiere den Formcode in deine Zwischenablage, damit du ihn teilen kannst. Genau. Ach so, das sind sogar Codes. Welcher Buchstabe was für ein Teil hat. Ah, okay. Und jetzt speichern. Name machen wir jetzt einfach mal neu, können wir umbenennen, oder? F
Formen. Er macht's nicht. Okay. Ich gebe das jetzt einfach mal ein. Hier so, bam. Ich kann da auch mehr machen, oder? Ist egal. Speichern. Und dann schreibe ich mir das einfach raus. Aber ihr habt es gesehen, es funktioniert nicht. Oder mache ich es grundsätzlich falsch? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also die Formeln kommen hier an. Und dann gehen wir jetzt hier einfach durch. Zack. Was noch cool wäre, wäre sowas wie Teleport. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass hier irgendwann alles sehr eng wird. Mit Förderbändern, dass man einfach sagt, okay. Oder halt auch außenrum vor allem. Dass man hier so einen Teleporter hat, dass es rein, wie beim Apfeleimer, dass es reinfällt, aber dann hier wieder rauskommt. Gut, von den Formen brauchen wir das 30.000 Stück, aber das, da ist schon mal was da. Was passt. Und dann haben wir das. Und dann kommt danach der Stiftdrücker. So. Ich glaube, das funktioniert noch nicht, solange wir das noch nicht freigeschalten haben. Nicht so schlimm. So, jetzt die Frage ist, wir machen... Eigentlich müssten wir das hier machen. Theoretisch. Dann haben wir erstmal alle Formen safe. Dann bekommen wir permanent durch einfach nur durch Zeit Forschungspunkte. Aber wir sollten vielleicht auch erstmal das hier fixen. Das mit dem Blauen. Das war nämlich hier. Die hier. Dann haben wir das nämlich auch. Aber diese Form würde ich grundsätzlich nochmal neu aufziehen. Weil da haben wir so was gewurstelt. Das ist die Anlage da drüben. Ja, da kommen ganz alte, wilde Formen noch. Die gar nicht mehr großartig, also die gehen schon noch vor, aber die brauchen wir alle nicht mehr. Oder ist da irgendeine Form dabei, die wir zwingend brauchen? Die hier, die rote. Die hätte ich gerne gehabt. Weil das ist nämlich ein letztes Teil, die hier. Genau, und die behalte ich nämlich auch. Problem ist... Das Problem ist, wir müssen das neu machen. Wir müssen das komplett neu machen. Weg, weg. Oh, die da oben auf gar keinen Fall. Aber die hier können wir nochmal wegmachen. Nein! Nicht, keine gute Idee gewesen. Zack, 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 zack. Weil hier geht ja die Pipeline durch. Ja, aber das hier geht erstmal weg. Müssen wir gleich mal nochmal gucken, dass wir auf jeden Fall diese blaue Form jetzt einmal vernünftig machen. Vielleicht haben wir da auch andere Formteile, dass wir das nicht so komisch schneiden müssen alles. Jetzt kommen die ersten Teile, das sind auch die richtigen, sehr gut. Dass wir hier einfach das ganze Chaos. Und auch wir brauchen jetzt hier diese blaue Pipeline nicht mehr. Das machen wir alles separat. Ich würde gerne ein bisschen weiter rauszoomen können und nur den Inhalt auf der Plattform abreißen und nicht die Plattform. Genau, also erstmal alles weg hier. Ordnung schaffen. Wir brauchen diese Form. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das vielleicht ein bisschen smarter hinbekommen und nicht so, wie wir es letztes Mal gemacht haben, ganz krampfhaft. Also wir brauchen auf jeden Fall schon mal das hier. Das kommt nämlich oben drauf. Das ist schon mal kein Problem. Und vielleicht machen wir das dieses Mal auch woanders. Dann brauchen wir blaue Vierecke. Also grundsätzlich brauchen wir erstmal Vierecke.
Wir haben wir aber jetzt hier in der Nähe nicht. Das sind da. Das ist aber auch nicht mehr so nah. Das schaut dann so nah aus, ist es aber nicht hier. Da hätten wir die blaue Farbe. Wir müssen aber halt auch zwingend... Jetzt finde ich die eine Form nicht mehr. Die hier brauchen wir. Ja. Dann machen wir das jetzt mal ein bisschen separat. Also, wir haben ja genug Weltraumteile. Wir ziehen das jetzt einfach mal hierher. Wir schauen mal, dass wir die ganze Form auf vier solche Foundations hinbekommen. Sollten wir eigentlich schaffen, oder? Das heißt, wir brauchen definitiv vier Ecke. Ich weiß nicht, da hinten wären welche. Die wären relativ nah. Haben wir da noch Kapazitäten frei? Ja. Wir bräuchten tatsächlich auch bloß eine. Das reicht mir. Ein Viereck reicht. Hatten wir eh übrigens hier ganz komisch. Wir haben das Viereck schon da. Das kommt nämlich schon. Von da hinten. So, das ist jetzt das hier alles, gell? Genau. Ja, tut mir leid, aber wir müssen das echt irgendwie mal ein Konzept reinbekommen, sonst wird das nämlich auf langer Sicht überhaupt nichts. So, hier kommen die beiden Förderbänder. Wir brauchen bloß eins. Die Frage ist, wie ziehe ich das am blödsten, dass es nicht ganz so kreuz und quer ist. Macht halt auch keinen Sinn, jetzt die Vierecke über meine Plattform extern zu bringen, oder? Das macht auch keinen Sinn. Wir werden dafür noch mehr brauchen. Wir gehen den weiten Weg. Genau. Dann passt das jetzt nämlich wieder. Und das waren hier die Vierecke, die wir brauchen. Und da wäre das zweite Viereck noch drauf. Hier. Dann müsste ich das wegmachen. Einmal außen rum gehen. Das würde gehen bis hierhin. Ist das ein Durcheinander? Das ist ein Durcheinander. Ich hole es mir halt von 1 Milliarde Kilometer Entfernung. Ich glaube, wir machen das so. Wir brauchen bloß eine. Es ist kein Operator-Teil. Nee, das heißt, wir brauchen da bloß eins davon. Dann machen wir das nämlich so. Frage ist, geht das überhaupt? Jetzt wird quasi die Hälfte gemacht, oder? Aber auf zwei Ausgängen. Das geht nicht. Weil dann wird es hier zu wenig auf dem einen Ausgang. Ich müsste das fusionieren. Dann würde es gehen. Aber kann ich nicht? So. Wie kann ich das machen? Weil die werden jetzt 50-50 aufgeteilt. Gar nicht, ne? Weil jetzt kommen hier zu wenige. Man sieht es jetzt bloß noch nicht, aber es müsste bald soweit sein. Was grundsätzlich kein Problem ist. Verbaue ich mir einen Slot ein bisschen. Also einen so ein Sprungding. Machen wir das einfach so, weil hier kommt dann theoretisch die halbe Menge bloß an. Dann fusionieren wir das hier einmal zusammen. Und dann gehen wir mit dem Rest einfach rüber. Es müsste passen, oder? Ich weiß es doch selber nicht. Was cool wäre, wenn man einfach mit den Schienen unten drunter gehen könnte.
wir da einfach nochmal eine Ebene haben, aber geht leider nicht. Okay, dann haben wir jetzt hier die Schiene. Lass mal ein bisschen Platz. Und hier ist ja unsere Foundation. Das wird so wild wieder. Ne, wir gehen mal oben lang. Gut. Forschungspunkte blinken die ganze Zeit. Ja, was sollten wir als nächstes forschen? Zugsprünge vielleicht. Weiß es nicht. Und jetzt haben wir hier das gleiche Problem. Da kommt jetzt quasi... Wir kommen zwei Förderbänder an. Aber bloß mit der halben Beladung quasi. Deswegen einmal so. Also, wir brauchen... Vielleicht sollten wir die erstmal anmalen, hä? Das wäre gar nicht verkehrt. Wo hätten wir die blaue Farbe? Da oben. Oder da unten. Da unten ist, glaube ich, sogar ein bisschen kürzer. Ah, wir brauchen trotzdem wieder alle vier. Glaube ich zumindest. Gut. Dann Pipeline. Falsche Pipeline. Die hier. Gar nicht so verkehrt. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen hierher. Entschuldigung. Sollte passen. Gut, dann haben wir das schon mal da. Also, wir färben das. Wir können es eigentlich kopieren. Allerdings habe ich bloß ein Förderband. Was wiederum heißt, wir brauchen eigentlich bloß das hier. Ja. Ja, ich kann nicht weiter rauszoomen. Ja, deswegen machen Blueprints schon mega Sinn. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin muss. Egal. Ah, da wäre es gewesen. Hier. Bauen wir schnell selber. Wir haben zwar einen da, aber das ist dann für alle vier an Förderbänder. Ist ja schnell gemacht. Also hier kommt das Zeug in, in 1000 Jahren an. Wir spiegeln das. Wir brauchen... Vier Stück, das hilft nichts. Ja, dann machen wir das hier vielleicht anders. Ja. So, da kommen die Teile rein. Und hier die Farbe. Wir würden das wahrscheinlich sogar auf eine Plattform bekommen. Ich baue sehr verschwenderisch, ich weiß. Ja, das muss ich leider zugeben. Ja, das macht so auch keinen Sinn. So rum. Und dann geht es nämlich hier raus. Halt, Moment mal. Passt. Und jetzt haben wir blaue Vierecke. Ja, das Problem ist halt, wir haben viel zu viel von diesem Blauen. Viel zu viel. Viel zu viel. Die Farbe ist da, schön. Also noch kommt genau ein Förderband an, an Teilen. Wenn wir das aber jetzt schneiden. Eins. Wir machen das so, oder? Genau. Und die können dann hier geschnitten werden.
Dann fusionieren wir mal die hier weg. Also immer die rechten. Und die gehen jetzt mal dahinter. Einfach mal weg erstmal. Und die gehen dahinter. So, jetzt haben wir zweimal diese Form. Einmal das Unter- und einmal das Oberteil. Jeweils sauber auf ein Förderband. Machen das genau. Und wenn ich jetzt sage, muss ich testen. Nee. Wir tauschen das. Wir testen das mal ganz kurz. Nee, so geht das nicht. Ich muss die, glaube ich... eins, zweimal drehen, genauso wie auf der anderen Seite. Halt, wir gehen hier auch nach außen. Schön verschwenderisch. Und jetzt, jetzt kommen diese Formen raus, die ich brauche. Allerdings ist es natürlich jetzt viel zu wenig. Wundert mich eigentlich, dass die Formen schon gekommen sind. Jetzt haben wir das Problem, dass wir insgesamt zwei volle Förderbänder haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich 8 Tauscher. Nee, Quatsch. 30 mal... Nee, passt. Ja. Weil er 30 mal tauschen kann in einer Minute und das jeweils mit 2 teilen. Ist das richtig? Ja. Also dann brauchen wir doch bloß 4. 3, 3, 4. Ach, falsch rum. Nee. Ganz genau. Gut. Problem ist jetzt bloß, also wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir wieder hier, naja, geht schon noch, die Formen alle gleich wegsplitten. Damit wir keine Mischformen haben, obwohl das wahrscheinlich... Nee, ist nicht egal. Je nachdem, wie wir es dann stapeln, geht das nicht. So, also wir haben das jetzt einmal so. Halt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Hier darf keine Mischung kommen. Rechtes Band, rechtes Band, rechtes Band, rechtes Band. Warum kommt hier eine Mischung? Wir fusionieren mal das andere weg. Vielleicht, weil das Falsches drauf liegt noch. Hier auch, aber warum? Moment mal. Nee, das ist immer die gleiche Form. Da warte ich... Nee, das gibt doch eigentlich schon, oder? Ich mach da erstmal ganz kurz einen Mülleimer rein und lass mal ein bisschen laufen. Aber das sind doch... Jetzt sind das alles die gleichen Formen. Ne, hier ist eine falsche. Hier ist auch eine falsche. Irgendwo kommt eine falsche. Doch, mein Hirn... Zack, zack, da ist auch... Wo kommt denn die falsche immer her? Ah, ich hab's verstanden. Bin ich... Jetzt kommt die falsche von hier. Hat das eine Chance? Nee.
Wir gucken mal hier drauf. Das ist doch immer die gleiche Form. Da kommt doch immer die gleiche Form raus. Aber warum sind denn dann hier andere drauf? Richtig, 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 richtig. Hier ist eine falsche. Hier auch. Ah, okay. Hier kommen die falschen. Nee. Da hinten kommen die falschen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das so ist. Warum wir jetzt hier... Jetzt passt das, aber warum muss ich jetzt hier einmal... Nee, doch, passt schon. Jetzt passt es auf jeden Fall. Gut. Wir haben bloß ein Problem. Was ich vorher sagen wollte, wir haben... es ist ja kein Operator-Teil. Davon machen wir ein Förderband. Aber wir haben jetzt zwei volle Förderbänder. Und ich will auch keine zwei vollen Förderbänder hinbringen, weil es ist einfach unnötig. Aktuell noch. Wir können jetzt höchstens gucken, dass wir irgendwie in naher Zukunft eins von den beiden Formen weiterverwenden können. Was ich nicht glaube. Wir könnten doch, wir könnten die hier einmal aufsplitten. Dann haben wir die da unten. Als das Viereck quasi. Ja, könnten wir machen. Dann gehen wir jetzt hier mal separat, machen hier einen Mülleimer rein. Ne, wir machen da unten einen Mülleimer rein, weil es ist, die ist falsch drum gedreht, aber ist eigentlich wurscht. So. Wir gucken, vielleicht machen wir es dann nochmal anders, wir gucken mal. Also die Form haben wir. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch... Die. Und da reicht ein Förderband. Das bedeutet, mehr brauchen wir nicht. Ganz genau. Also es geht auf eine Plattform. Es geht. Vielleicht machen wir es sogar auf eine Plattform. Wir müssen es jetzt nur noch stapeln. Kommt jetzt an, hier. Und jetzt gucken wir einfach, welche besser ist zum Wegschmeißen. Die hier. Genau, weil die können wir jetzt einfach übereinander stapeln. Und zwar erst, genau, erst die blauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kommen die jetzt oben drüber. Und mit denen müssen wir gucken. Wir könnten natürlich noch mehr von den Formen machen, aber ich brauche sie halt nicht. Jetzt habe ich diese Form. Ordentlich und sauber. Ist es auch dieses Mal die richtige Form, ja? Ja. Eigentlich brauchen wir die nicht mehr. Doch, klar. Logisch. Das wird hier... Jetzt haben wir es halt am Vortex relativ clean, aber dafür ist es halt außerhalb Katastrophe. Jetzt sind hier zwei Förderbänder leer. Das ist natürlich ganz schlecht. Aber was habe ich denn da jetzt schon wieder für einen Mist gemacht? Okay, solange die hier laufen, passt das. Ist alles egal. Weil das ist die erste Form, die wir haben. Die wir immer permanent brauchen. Und sonst haben wir ja nichts mehr. Wir haben hier das Grüne. Die lassen wir, genau. Da
Das hier kommt. Das hier kommt weg. Und bei der Form. Hier haben wir auch. Geht die hin? Ach, bloß bis dahin. Ja, das sind die, was wir voll abgerissen haben. Aber vielleicht können wir das eine noch nutzen. Und die will da kommen und unsere Plattform ist aber da. Wir legen jetzt einfach mal einen Zug raus. Eigentlich einen Zug. Weltraum. Schiene. Förderband. Ich sage es einfach mal, wir gehen hierher. Das hier kann übrigens alles weg, das brauchen wir nicht mehr. Und hier wäre das Förderband. Wir machen das so, ich habe eine Idee. So, wo kommt die... Achso, ich sollte die Form vielleicht erstmal anschließen. Weg, 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 weg. Das sind jetzt auch nur die richtigen. Wie schon gesagt, ich könnte die natürlich jetzt noch mehr beschleunigen, aber brauchen wir nicht. Gut. Halt, müssen wir das mitten durchlegen? Ich glaube nicht, oder? Wenn wir hier so entlang gehen. Und das ist das Problem. Das brauchen wir übrigens auch nicht mehr. Diesen komischen Umbau da. Jetzt komme ich da nämlich unten drunter durch, oder? Yes. Dann gehe ich hier entlang, springe hier einmal drüber, gehe hier entlang, habe ja schlauerweise hier überall Platz gelassen, ganz genau. Gehe hier entlang, jetzt müssen wir mal gucken, das Förderband ist hier. Und zwar am äußerst linken. Da habe ich den Anschluss am Vortex nämlich schon mal. Ganz genau, jetzt ziehen wir es einfach drüber. Bis daher. Und jetzt müsste das da auch ankommen. So ist es. Vier Teile für den Weltraumlift. Sehr geil. Die Form unten, die bleibt so. Die wird immer kommen, genauso wie die Form oben. Die brauchen wir zwar jetzt, aber später nicht mehr. Wenn wir dann irgendwann durch Zufall hier unten die Form bekommen, dann haben wir sie nämlich schon da. Dann ist es nämlich automatisiert, wenn man so will. Perfekt. Meilensteine, da kommen nämlich auch schon 8000. Das rasselt richtig rein, die kommen von der Seite. Ja, zu 100% laufen die noch nicht ganz. Das dauert Ewigkeiten, bis das mal vernünftig anläuft. Weil wir haben hier zum Beispiel das Förderband ist leer, das ist mir vorher schon aufgefallen. Weil sich das erstmal Ewigkeiten einpendeln muss. Hier ist das Problem. Das kann nämlich nicht geschnitten werden. Wenn ich jetzt sage... Das ist ja der ganze Blueprint gemeint. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Dass wir alles nehmen und erstmal den kompletten Inhalt lernen. Damit es alles gleichzeitig anlaufen kann. Ich glaube, das ist das Beste. Dann kommt das jetzt nämlich hier gleichzeitig. Die Farbe ist ja wurscht und hier kommt das jetzt gleichzeitig. Und dann müsste das nämlich passen, aber jetzt sind natürlich meine ganzen Formeln auf dem Förderband weg, oder? Ja gut, dann ist das so. Ich hätte vielleicht einfach ganz hinten das einmal hier abkappen müssen. Dann hättet ihr es nicht mit
gereinigt, aber naja, gut, das ist dann eine Frage von 1-2 Minuten, dann haben wir das auch wieder. Gut, und dann müssten eigentlich bald hoffentlich diese Teile kommen. Wie schaut's da aus? Auf eine Plattform. Wir hätten sogar noch auf... Wenn wir es auf angelegt hätten, hätten wir es sogar auf so eine kleine Plattform bekommen. Also das geht. Da muss ich echt ein bisschen üben. Und auch mehr darauf achten, dass wir das jetzt nicht so eng zusammenbauen, aber auch nicht so weitläufig, wie ich das immer gemacht habe. Dann passt es. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Und wir schauen mal kurz zum Vortex. Hier ist er. Die Formel müsste dann irgendwann mal kommen. Dann geht es beim nächsten Mal weiter. Also das haben wir beim nächsten Mal. Definitiv, da kommen dann so viele jetzt. Das müsste passen. Stiftdrücker. Bin sehr gespannt. Was haben wir noch an Aufgaben frei, die wir machen könnten? Man kann... Es hieß irgendwo... Ah. Sehr gut. Danke für die Info. Ich hocke quasi drüber. Aber da kann ich das mir anzeigen lassen oder ausblenden, was ich schon habe. Dann würde es eigentlich weitergehen beim nächsten Mal mit denen hier. Ich sehe schon wieder mich stapeln. Und da würde ich dann da hinten übrigens auch das blaue Viereck nutzen. Wollen. Genau, und das hier wird gerade gemacht. Dann sind wir da fertig. Die Reihe haben wir rausgelassen. Dann brauchen wir halt irgendwie diese... Ja, haben wir da irgendwie... Das ist auch wieder ein Viertelkreis und so weiter. Ja, sowas eigentlich, oder? Bloß anders angeordnet. Ja, das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube, die Form könnte total werden. Schauen wir mal. Vielleicht holen wir das auch ein bisschen weiter weg, wenn was Passendes in der Nähe ist. Hier, die hier vielleicht. Das, aber, nee, das Problem ist, es geht nicht. Entweder ich finde die Form tatsächlich so, wie sie ist. Mit dem roten. Oder eben nicht, weil ich kann nicht nur ein Teil färben. Dann müsste ich es auftrennen und danach wieder stapeln. Und das macht keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen definitiv eigentlich einen roten Kreis. Ich meine, wir haben da oben einen. Hier, den hier. Dann müssten wir das so drehen und schneiden. Oh, ist das von Operator? Nein. Das heißt, auch da brauchen wir bloß eine einzige Form. Also einen Förderband voll. Dann nehmen wir hier den Kreis. Schneiden den ganzen anderen Scheiß weg. Das ist halt ein Verlust, mein Gott. Ich kann aber den Ja, das ist dann einfach weg. Weil wir eh bloß ein Förderband voll machen. Ich könnte natürlich den Kreis komplett rot machen und dann... Aber dann schneide ich ja das Rote weg. Nee, das machen wir so, dann schneiden wir das weg. Das Rote, das hängen wir dann hier dran. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wie kommen wir hin? Und mittlerweile müssten auch langsam, aber sicher... Das Förderband ist immer noch leer. Da kommen sie. Sehr gut. Und von denen müssten jetzt dann bald auch ordentlich welche kommen. Ah, das wird dauern, bis das anläuft. Die blauen sind schon da. Und die roten kommen jetzt da oben anmarschiert. Was ist hier hinten? Hier kommen die grünen. Ja, das Problem ist... Die grünen haben einen viel längeren Weg. Der staut sich jetzt hier unten auf, aber das müssen wir mal gucken, ob das passt. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.